Mario, gratulieren. 4-1 gegen Sion. Geniales Spiel gesehen. Ja, ich denke, es war von Anfang an ein überragendes Spiel gesehen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir ein extremes Tempo anschlagen, dass wir einen hohen Rhythmus anschlagen, wenn wir gewusst haben, für sie war das dritte Spiel in 6 Tagen. Und ja, wir sind wie die Feuerwehr aus der Kabine gekommen, haben das Zepter gleich in die Hand genommen, haben viele Torchancen gehabt. Und sind dann noch verdiente Führung. Konnten dann eigentlich aus dem Nichts 1-1 über. Reagieren dann aber wieder super, zweite Halbzeit, wo wir wirklich sehr viele Offensivaktionen wieder hatten, wunderschöne Goal geschossen und es war eine gelungene Woche gewesen. Eben, wir haben super angefangen. Jetzt sind sie mich schon wundern, was hast du den Jungs vor dem Spiel gesehen? Weil die ersten 10 Minuten sind ja schon voll gut gewesen. Also bei unserer Mannschaft ist es so, dass du sie nicht speziell motivieren musst. Ich glaube, die Mannschaft hat selber eigentlich Meister geärgert, dass wir bisher noch nicht gewonnen haben. Und die Mannschaft ist einfach gierig auf Sieg, weil sie auf der erfolgsfreund ist von der letzten Saison. Und darum ist es heute ein super Abend für uns, absolut verdienter Sieg. Und jetzt schauen wir mit viel Selbstvertrauen richtig Mittwoch gegen Lausanne. Dejan, gratuliere, 4-1 gegen Sion gewonnen. Vor allem das 1-0 hast du genial eingeleitet. Danke vielmals. Ja, der erste Assist der ist sehr wichtig für mich, auch für das Selbstvertrauen. Ich habe mit dem sehr viel Selbstvertrauen gedankt. Und, ich finde, das war ausschlaggebend, dass ich nachher so ein Spiel absolvieren konnte. Heute haben wir auch brutal gut zusammengespielt. Was denkst du, warum hat es heute so gut geklappt? Ja, die letzten Spiele ist halt. Bei uns hat halt immer der letzte Pass gefehlt und der Abschluss. Und heute haben wir es alle 4 gut sehr schön rausgespielt. Der letzte Pass ist gekommen und für mich verdient 4-1 gewonnen. Was hättest du gesagt, wenn man dir vor dem Spiel gesagt hat, heute gibt es den ersten Sieg und zwar gerade 4-1 gegen Sion? Ja. Das ist eine gute Frage. Hätte man nie gedacht für mich. Sion ist eine gute Mannschaft und ja, heute ist es einfach gelaufen. Und wir haben es verdient, den ersten 3er mal einzufahren. Der erste Heimsieg in dieser Super League-Saison, wie fühlt sich das an? Ja, überragend, muss ich sagen. Ich glaube, unterm Strich war es hochverdient. Sion, klar, dann am Ende mehr Ballbesitz gehabt, aber sonst haben wir es gut verteidigt und vor allem vorne uns dann auch mal für belohnt. Du hast ja dann gerade in der 46. Minute einen super Treffer gehabt. Ja, endlich geht er mal rein. Ich bin auch glücklich drüber. Vor allem war es, glaube ich, für die Mannschaft wichtig. Und ja, Milan super vorbereitet und ja, dann endlich mal ihn reingehauen. Überhaupt, heute bei dem 4-1 hat eigentlich einfach fast alles gepasst. Ja, voll. Also ich glaube, Sio hat kurz vor der Halbzeit mal kurz umgestellt, dann hat man kurz Probleme und dann ist 1-1 gefallen. So. Trotzdem auch mehr oder weniger aus dem Nichts und insgesamt glaube ich ein hochverdienter Sieg und jetzt wollen wir dran anknüpfen in Lausanne.